Fettleber, ihr Lieben, Ernährung bei Fettleber. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr alles so macht, um die Leber zu entfetten. Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Und ich hatte mehrfach in der Beratung die Frage, was wir tun können bei Fettleber. Also eine Fettleber selber, muss man sich immer vorstellen, hat einzelne Anteile selber in der Leber Fett gespeichert und natürlich kann es um die Leber drumherum und die weiteren Organe wie Darm, Bauchspeicheldrüse auch eine Fettansammlung geben, weil wir ja am Ende über den Organen sozusagen den Bauch haben. Und deswegen haben wir, weil die Leber ein hohes Stoffwechselorgan ist, können wir auch eine sogenannte Fettleber haben. Das ist keine neue Erfindung, sondern in der Regel immer dann, wenn vermehrtes Gewicht da ist, kann sich das Fett eben auch in der Leber anlagern und dadurch kann sie größer sein. Das heißt, wenn man zum Beispiel Ultraschall macht, gibt es Patienten, die dann eine Rückmeldung bekommen, ja, wir hätten hier eine Fettleber. Was kann ich jetzt ernährungstechnisch tun? Es ist so, die Leber ist ja dafür da, zum Beispiel Cholesterin herzustellen. Und man kann die gesunden Fette nutzen, dass die Leber und der Anteil der Fette, die weg sollen, ne, dieses Stück Butter soll hier das Fett zeigen, indem man gesunde Fette mit einbaut. Das heißt, wir würden versuchen, leckere Fette wie aus Salami zum Beispiel oder aus einem Hotdog, wenn ich jetzt den Anteil Wurst und Wurstwaren zum Beispiel nehme, da würde man etwas vorsichtiger mit sein. Ich bin ja nicht der Verfechter, es wegzulassen, sondern am Ende ist die Menge entscheidend. Und wenn ich Öl einbaue, habe ich zum Beispiel die gesunden Fettsäuren und die unterstützen immer wieder die Leber. Man kann ein, zwei Esslöffel Öl direkt in die Mahlzeit machen. Wenn ihr jetzt ein warmes Essen habt zum Beispiel, dann kann ich das Öl ja auch direkt auf dem Teller, wenn alles zubereitet ist, in die Nudeln oder in das Gemüse machen. Das Öl hat sozusagen die gesunden Fettsäuren, hilft das Körperfett abzubauen und hilft der Leber, dass sie nicht so viel Cholesterin herstellen muss, weil gesunde Fette kommen an der Stelle. Wenn ihr beim oder wir gerade beim Essen sind, würde man die Kohlenhydrate immer auf eine Handschale voll gekochte Ware nutzen, die doppelte Menge, dann zwei Hände voll mit Gemüse und wer mag, eine Eiweißquelle. Das wäre dann Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei. In diesem Falle ist man tatsächlich mal etwas magerer unterwegs, aber ihr Lieben, wenn ihr die Kohlenhydrate reduziert und dann aber lieber ein leckeres Stück Fleisch habt, diese beiden Sachen hier, der Gemüseanteil und die Eiweißquellen, machen keinen Insulinanstieg, während die Kohlenhydrate den Insulinanstieg machen. Und mehr Kohlenhydrate, dann entsteht in der Blutbahn mehr Zucker und dieser Zucker kann dann umgewandelt werden zu Körperfett. Deswegen fängt man an, die Kohlenhydrate moderater laufen zu lassen und dann ist nicht immer nur das Fett entscheidend, sondern dann kann man eine gesunde Mischung machen. Und manchmal ist man ja eingeladen beim Grillen zum Beispiel, dann kann es sein, dass das Fett im Fleisch etwas höher ist, weil wir das ja auch brauchen, um es auf den Grill zu legen. Wenn jetzt nicht immer mager geht, dann darf ich auch mal etwas Fettreicheres haben, wenn ich mit den Kohlenhydraten vorsichtiger bin. Beim Grillen wäre es ja auch so, wenn ihr Kartoffeln, Nudelsalat habt, schaut, dass ihr mehr Gemüse dazu bekommt und die Eiweißquelle, weil der Sättigungseffekt dann über Gemüse und Eiweißquelle kommt. Eiweißquelle wäre Fisch, Fleisch, Geflügelfleisch und wäre das Ei. Ob das jetzt Rührei, Spiegelei, gekochtes Ei ist, könnt ihr ja frei gucken. Natürlich ist ein mageres Fleisch, Geflügelfleisch, ein mageres Stück Rindfleisch zum Beispiel, natürlich immer mit weniger zusätzlichen tierischen Fetten besetzt. Aber wie gesagt, beim Grillen habe ich ja schon erklärt. Dann Kohlenhydrate, Kartoffel, Reis, Nudeln. Dazu gehört aber auch sowas, habe ich jetzt hier stehen, nee, wie Kichererbsen, Quinoa, Couscous. Alles Beilagen und da würde man eben immer diese Handschale voll gekochte Ware nehmen, weil dann der Blutzucker nicht so doll ansteigt. Und ne, Öl nicht vergessen, dann tun wir der Leber was Gutes. Was könnt ihr noch machen? Wer mag, kann Avocado essen, Avocado-Mousse zum Beispiel, ist aber nicht jedermanns Sache. Und dann könnt ihr Nüsse gerne nehmen, Mandeln zum Beispiel. Wer jemand gerne Nüsse mag, kann er die zwischendurch essen. Dort haben wir immer pflanzliches Eiweiß drin und wir haben in den Nüssen auch immer die gesunden Fettsäuren, die wir brauchen, einmal für den Zellstoffwechsel und zum Beispiel auch für die Leber. Dann würde man noch den Weg gehen, wenn man
in Richtung Vollkorn, Mehrkorn geht. Man kann natürlich Müsli nehmen. Haferflocken zum Beispiel haben immer die Eigenschaft, auch Cholesterin mit aufzusaugen, rauszutransportieren. Die Eigenschaft kennen wir zum Beispiel auch von Hülsenfrüchten. Die liefern ja noch immer eine Eiweißquelle. Und die Hülsenfrüchte machen ja auch einen hohen Sättigungseffekt, wenn man es mag. Na, da müsst ihr mal so ein bisschen gucken. Und die Ballaststoffe von den Hülsenfrüchten können eben auch, genau wie Leinsamen, Sonnenblumenkerne, das Cholesterin mit aufsaugen. Dann haben wir gleich einen parallelen Nebeneffekt für die Leber. Wenn ich sozusagen die Essensänderung mache, geht und ist entscheidend immer, dass der Insulinspiegel niedrig ist, aber lasst ihn nicht komplett weg. Weil die meisten dann ja irgendwie wieder Heißhunger kriegen. Und wenn wir Heißhunger haben, haben wir wieder die nicht so gesunden Fette und die vielen Zuckerstrukturen mit Eis, Süßigkeiten, Schokolade. Aber wenn ich zum Beispiel ein kleineres Eis nehme oder nur eine Kugel Eis im Becher oder wenn ich nur ein Stück Schokolade nehme und mache mir das auf Quark, Joghurt, Obst drauf, dann ist das kein Problem, ihr Lieben, ne? Also die Menge ist entscheidend. Und dann kann ich ja insgesamt auch immer länger durchhalten. Also, ne? Moderat, Menge ist entscheidend. Wenn es mal lecker wird, schaut, ob ihr danach in die Bewegung kommt, weil dann könnt ihr den Zucker, der aus den Kohlenhydraten entsteht und der Fettanteil, der da ist, dann tatsächlich mit der Bewegung besser wieder abbauen. Das heißt, um Körperfett abzubauen, brauchen wir immer auch einen Anteil an Bewegung, was dann für euch möglich ist. Wer zusätzlich Sport machen kann, umso besser. Der kann dann den Zucker und das Fett besser abbauen und dadurch kriege ich die Leberverfettung auch wieder zurück. So, ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt. Lieben Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Eure Sandra.